mal Ja, lass mich mal. bei den Medien hier stehen. Könnt ihr ihn mal bei der Ober Arbeit beobachten? Wie du Kann ich bist. mich sogar selber beobachten? Das ist ja schön. Wollte ich Wie immer du schon. bist hier? Wie du bist hier? Hinter dir. Ich sehe dich gar nicht. Ach, da oben. Oben. Ja. Ah! Ach, Da ist er da also. sind wir. Ja, Ja, ich sehe euch. Oh. Das sieht sehr gediegen aus, was ihr da gerade macht. Ich Bei weiß mir hast nicht, du was Superfluster keine hier. Beine mehr. Weil hier fliegt der Helikopter, da ist ganz schön laut. Bei mir nicht. Ich sehe keinen Helikopter. Ich sehe nur zwei komische Figuren am Himmel. Naja. So, Zwei komische Vögel. ich bin dann mal kurz für kleines Klima. Ja, viel Erfolg. Bis gleich. Genau, sag Ja. schön Gruß. Ja, mach ich, ne? Ah, das macht er schon ordentlich hier, die Ballen. Finde ich auch. Schöne gerade Linien auch so, ne? Ganz toll. Sieht tipptopp aus, ey. Habe ich mir auch sehr viel Mühe beigegeben. Wohl ja Cosplay, oder? Kommst du mir jetzt? Nein, 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 nein. Die Linien, die sind immer da, deswegen, das ist das Tor stets. Was ist das denn hier? Ist das eine Obstplantage hier oder was? Wo bist denn du jetzt? Tatsache, hier hinten ist Ja, eine Obstplantage. das ist Obstland, genau. Pflaume, Äpfel, Kirschen, Europaletten. Ja, stimmt. Cool. Genau, da habe ich aus Versehen mal gedreht. Genau, dabei. Ah, hier Fruchtland. Ui, was Kirschen ist und das denn? Pflaumenfarm. Das ist ja cool. Ja. Sieht Ja, cool aus, ja. könnte man auch mal als Produktion in Angriff nehmen. Sieht interessant aus. Auf jeden Fall machen sie viel Werbung hier im Umkreis. Oh. Steht überall Schilder rum. Es gibt hier so eine leere Halle, aber da ist Falls man nichts. das erst übersehen hat, kannst du 5 Meter weiter gleich das nächste bewundern. Das ist Ja, ja schön. klar. Jetzt weiß ich auch, wo das ist. Jetzt sehe ich das erst. Da ist das. Ah, okay. Ja. Muss man den Hut wieder anmachen. Muss man sehen, wo ich bin. So. Den Funkturm gibt es ja auch noch. 5G. T-Mobile. Ja, Telekom hat sich hier schon breit gemacht. Ja, siehst du. Das ist ein Ballenlager oder was? Nee. Ja, anscheinend. Nee, ich Verkauf. würde mal sagen, im Ballenverkauf oder so. Ja. Das sieht gut aus, wenn das ein Ballenlager wäre. Sieht top aus. Hier steht noch Was ist irgendein das hier alter drin? Anhänger Wo man drinne. die Hauptstraße auch sehen kann. Boah. Boah. Ich häng fest. So, hört auf mit Lästern, ich bin wieder da. Ach, wir wollten gerade anfangen. Wie gerade erst anfangen. Ja, würde ich zu Nein, lästern. wir waren schon fertig. Alles gut. Ah, okay. Ach, das ist ja lustig hier. Wieso? Lieber Bier im Blut als Stroh im Kopf. Das ist klasse. Das ist richtig gut. Oh Mann. Wo hast du denn das jetzt gefunden? Hier ist irgend so ein Ballenverkauf und da stand hier so ein Ballen rum und da ist das Schild dran. Okay. Herrlich. Nice. Das ist echt gut. Wieso wird jetzt mein Trecker blockiert? Hier ist doch gar nichts. Dann beim Rückwärtsfahren wahrscheinlich der Ballen. Ja, der Ballen war noch hinten drauf, deswegen. Ah, jetzt habe ich es. Alles klar. Der Ballen war es. Nicht die Lärchen. So.
So, ich bin dann auch mal kurz AFK. Gleich wieder da. Ich bin ja noch am Fliegen, ne? Ich bin noch am Fliegen. Das ist cool. So. Warum gehe ich jetzt zu weit weg? Ich gehe zu weit weg. Auch cool. Jetzt sollte ich nah genug dran stehen. Ach, guck mal einer an. So, hier ist der Weg. Wird er jetzt, er müsste jetzt einfach rüberfahren auf die nächste Linie, ne? Ja, macht er. Weiß zwar nicht, warum er das Vorgewende immer noch mitnimmt, aber ich habe keine Ahnung. Aber es funktioniert jetzt so. Ja, Hauptsache. Jetzt hat er auch ganz normal funktioniert. Keine Ahnung, was das gerade war mit Tempomat und so weiter. Jetzt funktioniert er auch ganz normal. Ach, wieder. Ist das so ein Server-Ding irgendwie? Weiß man nicht. Kann sein, dass es da Synchro-Probleme gab. Ja, ja, darum. Wobei du sowas eigentlich gar nicht haben solltest. Du hast doch eine Top-Verbindung da. Das ist ja egal. Das ist ja egal. Das hängt ja mit dem Server an sich zusammen. Wenn der die zusammen. Das ist ja diese Server Engine, die Giants verwendet, ist der letzte. Ups. Wieder da. Baby. Dankeschön. Das ist ja auch das Problem. Also, die machen nicht wirklich was bei dem Dedicated Server. Das ist ja auch das Problem, dass du keine Favoriten hast. Normalerweise könnte man das auch anders lösen. Wie die Spielstände. Nee, das ist einfach dem wahrscheinlich geschuldet, dass die da nicht so ein Hauptaugenmerk drauflegen und das Multiplayer End of Server ist und jetzt sich wohl auch nicht so wirklich jemand mit auskennt, ne, wie das gemacht wird. Und ich weiß nicht, ob die das Geld dafür haben, sich dafür extra einzustellen. Weil du müsstest ja dann Gaming-Programmierung machen und für Server dann. Und die Leute wollen dann auch ein bisschen mehr Geld haben, ne? Ja, ja. Und das Hauptaugenmerk ist bei denen auch nicht wirklich so auf dieses. Also so wie ich das bisher mitbekommen habe. Kann mich auch täuschen, ne? Also das ist meine Meinung jetzt dazu. Das Hauptaugenmerk ist auch da mehr oder weniger drauf, die Fahrzeuge vernünftig aussehen zu lassen. Dadurch haben die auch diese ganzen Kooperationen mit den Fahrzeugherstellern, dass die eben die CAD-Zeichnung bekommen und die auch 1:1 dann übertragen können. Und das Zweite ist, also, ne, und Multiplay kommt fast bis zum Schluss. Was schön ist, ist die Web-Oberfläche und so weiter. Ne? Die ist ziemlich einfach gehalten und normal und ganz gut gemacht. Da kommt auch jeder fast mit zurecht. Aber die Engine unten drunter ist. Naja. Naja. Ne? Naja. Naja. Passt schon. Und was auch das. Kannst du mir jetzt helfen? Was? Ja, ich wollte gerade deine Beine mal einsammeln. Ich habe nämlich ja gar nichts zu tun. Ja, cool. Sehr gerne. Bin mal so nett. Bin das echt du. Eigentlich super plus sogar. Boah. Ich habe doch keine Lust zu helfen. Die Frage ist, wie viel Setzlinge brauche ich noch? Ich glaube, das wird nicht. Ich habe noch 3 Paletten drauf. 5 Paletten hätte ich dann verbraucht. Ich glaube, das reicht alles nicht. Hast du da diese 120er Setzlingspaletten oder welche sind das? Natürlich habe ich die 100. Natürlich. So, das Ding stand rückwärts drinne bei dir da, ne? Hast du einen Parkplatz? Natürlich nicht, ne? Nö. Musst du schön selber einparken. Selbst ist der Mann. Na. Aber schieb dir nicht so weit hin, sonst steht er auf dem Bahngleisen. Jetzt finde ich den da nicht wieder. Nicht Kilometer weit. Oder unter die Map. Ja.
Wollte ich gerade mal und darf noch nicht mal. Nee. So nicht hier. Er ist wieder getroffen. Weil könnte glatt. Ich finde das faszinierend, dass du in dieser Ansicht klarkommst. Was? In dieser Ansicht, so von oben. Dann siehst du doch, dass ich damit nicht klarkomme. Ich wollte gerade sagen, ja, komme damit nicht klar. Guck dir das mal an. Auch das sieht ganz gut aus. Wenn dann nicht immer der eine Pfosten wäre, ne? Ja, der ja. Bewegt sich auch. Also definitiv, dieser Pfosten bewegt sich. Also wenn du da näher dran gehst, dann siehst du auch mehr. Nur so als Tipp am Rand. Guck mal, wie das geht. Guck mal, puff. Wo hängt der? Wo, warum hängt der jetzt schon wieder? Ja, wenn du näher ranfahren würdest, könntest du es sehen. Sag doch sowas nicht. Nein, sag nicht. Hat jemand das Zelt verschoben? Ja, steht. Sogar fast mittig. Guck dir das an. Sogar fast mittig. Ja, passt gut. Passt. So. Also die nächste Challenge ist, dass du mal so ein Drehschirm rückwärts die Rampe hochschiebst. Das würde ich gerne mal sehen. Die nächste Challenge wird sein, dass ich mir neue Mitspieler suche. Bitte, bitte neues Personal. Das wird uns bitte nicht vermissen. Ich glaube auch, du kannst gar nicht ohne uns. Das geht gar nicht. Nee, kann ich auch nicht. Ich kann auch nicht ohne euch. Wirklich nicht. Das siehste. Ja, Anstaltsleitung. Bei mir ist auch alles mit Parkplätzen, ne? Und auf meinem Singleplay auf der Marsch habe ich jetzt 122 Parkplätze. Reicht. Mich hat sogar Parkplätze für Parkplätze. Genau. Ich kann bei mir auf meinem Hof, ich habe ja das Feld 10 komplett als Gerätehof gemacht. kann ich Parkplatz-Rallye machen mit meinen Traktoren, weil die haben auch alle Parkplätze. Und wenn ich die dann abkopple von den Geräten, wenn die Feldarbeit beendet ist, dann fahren die alle zu ihren Parkplätzen und dann hast du da manchmal so 7-8 Traktoren rumfahren. Das ist echt eine Show, ja. Hat was, ne? Ja. Nee, du hast auf F10 auch die Hallen. Ernsthaft? Ja, Anstaltsleitung hat die auch auf Feld 10. Das ist ja krass. Wie geil. Auch wenn ich... Ja. Ruf erstmal Rinne gefahren, ne? Aber dem darfst du jetzt auch über die Motorhaube fahren. Ich habe sogar einen Hofteich auf meinem Feld, also auf dem 10er. Wenn ich irgendwann mal eine Singleplay mache, dann solltest du dir mal das Feld 10 angucken, mein Hof. Der ist immer noch nicht ganz fertig dekoriert, aber er wird langsam. Oder auf den YouTube-Videos, da sieht man es dann auch. Ja, stimmt, aber auch noch nicht ganz so. Ne? Ich habe da auf meinem YouTube-Video habe ich nur den Teich, die Teichvorstellung gemacht. Ne? Genau, da habe ich nur, ja, da ist der Hofteich. Ja. Ja, das kannst du, also wenn du in meinen YouTube reinschaust, da gibt es NF Marsch Hofvorstellung oder Teichvorstellung, Hofteichvorstellung. Und da habe ich den Teich drinne. Sogar mit quakenden Enten und quakenden Fröschen und so weiter. Sehr hübsch. Hier ist der... Genau, das ist... So, stell dir die Ballen einfach mal irgendwo auf dem Hof ab, ne? Ja, neben den anderen am besten. Ja, stell die so in die Einfahrt, das sollte passen. Ja, super. Super gut. Das wäre jetzt eigentlich mehr ein super Minus. Ah. Und dann ist das unter. Dann ist das unter LS22 Kurzvideos. Ist dann. Die Teichvorstellung.
Oh nee, nee. Ja, gut. Dankeschön. Wie geht das jetzt? Das ist schon eine nette Autoabladung. Ja, ich hab die gerade auf dem Anhänger abgeladen, warum auch immer. Noch ein Stalker mehr. Dankeschön, Anstaltsleitung. Ach, mit Linksklick muss ich das hier machen. Ja, ich bin der Einzige, der nicht mit umgehen kann. Was macht ihr denn? Was verpasse ich hier unten? Er lädt gerade auf meinem Hof ab. Und er kommt da genauso gut klar wie ich. Naja, das Problem bei meinen Anhängern muss ich das mit Rechtsklick machen. Deswegen war ich jetzt ein bisschen verwirrt. Ach so, dass du hast die Ponge? Ja. Die sind doch einfach. Ich habe den kleinen Ponge, den großen. Das ist lieb von dir, danke. Anstaltsleitung hat gerade gesagt, es macht Spaß mit uns. Das ist schön. Das ist schön, dass du Spaß hast. So soll das. Und auch Spaß mit, auch Spaß mit dir, weil du auch ein bisschen was im Chat schreibst und so weiter. Genau. Ne? Und wenn jetzt noch mehrere da wären, die was schreiben, das wäre natürlich noch besser. Bahnromantiker hatten wir hier schon. Roma ist öfter mal da. Maurice war sogar auch schon da. Sogar der Maurice. Ja. Ah, hoher Besuch hier. Allerheiligkeit der Achim war auch schon da. Und Ivan war auch schon da. Ivan, genau, hatten wir auch schon. Also die gesamte Elite war quasi schon da. Außer Fett. Ja, hat Fett bei mir in eine was reingeschrieben. Ja. Das auf einem YouTube-Video. Warum? Achso, weil er voll ist. Ist sehr geil. Sehr geil, Einstellungsleitung. Sehr schön. Ich glaube, das ging gegen RGMs Richtung. Naja, ich sage jetzt mal nichts dazu. Ach, sehr schön. So, der ist leer. Und wo ist jetzt mein? Da hinten steht mein Pickup. Ja, die 1050er von Maurice, die habe ich auch in meinem Singleplay und... Also warte. Ich habe wenige Fahrzeuge nicht von Maurice. Guckst du, was da steht? Ich habe also quasi fast alles, was Maurice im Programm hat, habe ich bei mir auf dem Hof stehen. Ja, kommt mir das bekannt vor? Da ist er. Ja. Achso, ich sollte ihn wieder ausmachen. Nee, lass nur laufen, das ist bei dir normal. Inklusive dem neuen 8030, den er jetzt gerade gebaut hat, den habe ich auch. Von JCB. Das ist hier auch drauf. Den haben wir hier auch, ja genau, stimmt. Ist mir aber leider noch zu teuer. Ja. Gerade, dass das AD und CP nicht können, die Pflanzmaschine auf Fallen füllen. Ich wüsste gar nicht, wie das funktionieren sollte, ne? Ich denke nicht. Nee, du kannst dann mit dem Hänger daneben fahren und dann kannst du das aufladen. Ja, ja. Da liegt eine Holzscheibe rum oder ist das noch ein Baumstumpf? Da kannst du nicht sagen, dass er das wie beim Kalk machen soll, dass du dann eine Stelle hast, wo die ganzen Paletten stehen, dass er dann dort einer automatisch auflädt oder so? Ich wollte gerade sagen, ne? Das macht er nicht, ne? Da noch ein Baumstumpf oder ist das auch nur. Guck mal. Auch ein Stück Holz. So.
Ich jetzt das andere Stück gelassen. Packen wir mal hier einen Baum, dann finden wir es vielleicht irgendwann wieder. So, für den Winter. Für den Ofen. Genau. Rum, rum. Ah, ich habe die Gurte vergessen anzuziehen. So, so. Aber du hast ja. Ach, schön abgeladen. Wie gesagt, Lohn kannst du mir dann gleich überweisen. Ja, sehr gerne. 20.000 die Fahrt nehme ich. Nein. So. Natürlich nur 30.000. Wir wollen es mal nicht untertreiben. Ja, und bei dem, also wie gesagt, bei dem Hofteich sind auch fast, ich hätte jetzt lebende Enten gesagt, ne, aber Enten, die auch wirklich schwimmen, also ihre Beine bewegen, ihre Schnäbel bewegen. Es gibt sogar eine Wachente, die Patrouille läuft. Eine Wachente, das hat auch nicht jeder. Ja. Klingt spannend. Aber jetzt nicht zufällig ein Lauch irgendwie dabei. Ne? Den versteht wieder keiner. Macht das. Hat ja keine Eile. Rennt ja nicht weg, ne? Das Internet vergesst ist ja nicht. So, mal gucken. So, also. Ich werde mich für heute zurückziehen. Jo. Ich lasse meinen Traktor auf dem Feld stehen. Ich hoffe, der steht beim nächsten Mal auch noch dort. Das wirst du sehen. Ja, ich kann bei Achim auf der Werkstatt gucken. Ich kann es euch nur so raten. Oho. Das schreit doch danach, dass wir den einbuddeln, ne? Also. Ja. Genau. Terraforming, genau. Genau. 50 Meter tiefes Loch. Naja, dann wünsche ich euch viel Spaß und ja, euch erstmal einen schönen Abend und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, RGM. Ich denke mal, wir hören uns morgen, ne? Dir einen schönen Abend und ja, eine gute Nacht dann, ne? Alles klar. Gleichfalls. Danke, ciao. Bis denn. Ciao. So. Ich finde das cool mit der Discord-Anzeige, dass man dann sieht, wer noch da ist. Aber mein Chat ist nicht zu sehen, ne? Nee, nein. Ist immer noch nicht zu sehen. Ich verstehe das nicht. Der war doch gerade zu sehen. Sorry, dass ich da jetzt noch mal ganz kurz gucke. Wenn du da in deinen Kursplay-Balken da rechts, ne, wenn du den jetzt ganz bis oben verschiebst, dann hast du da noch genug Platz für den Chat. Ein Traktor nee. Auf genau, das ist doch meine Idee. Das Problem ist, der ist nicht sichtbar im Stream, das ist es. Das ist alles. Ich sehe den sogar in meiner Vorschau alles, aber ich sehe den nicht im OBS drin. Und im Stream nicht drin. Und das verstehe ich nicht. Der müsste eigentlich sichtbar sein. Ach doch, jetzt kommt es. Da kommt er. Jetzt ist er da. Ah, jetzt kommt er. Was siehst du nicht? Anschaltsleitung. Das ist aber zu klein. Ah, das ist zu klein. Ja, das muss ich noch nacharbeiten. Im Game jetzt drinne den Chat, dass man dann später auch bei YouTube nachverfolgen kann. Ja, da muss ich noch an den Farben ändern und alles. Wenn man genau hinschaut, dann sieht man ihn. Ja. Ja, wie gesagt, ich habe das jetzt erst. Das ist heute erst der erste Testlauf mit dem neuen Overlay. Das habe ich jetzt die Tage gemacht und heute in Betrieb genommen, ne? Und noch nicht so gut, wie ich mir das gedacht habe. Mal eine blöde Frage wegen dem Siliermittel in der Presse. Gären die Ballen dann schneller dadurch oder wie ist das? Nee, du kriegst einfach nur 5% mehr Ertrag. Also die Presse ist sozusagen 5% schneller voll. Ah, okay.
Ja. Leuchtet da eine Presse von innen irgendwie oder ist das bei mir jetzt nur so? Die wirft irgendein Licht ab, ne, wenn die in der Halle steht. Ja, genau. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Entweder liegt das an der Rundumleuchte, weil ich die geändert habe. Ja, würde ich sagen. Das müsste die Rundumleuchte sein. Ja, irgendwie. Das habe ich auch schon gemerkt, dass es da hell ist. Ja, sieht man jetzt besonders deutlich, deswegen. Es scheint hier Rundumleuchte zu sein. Ja, muss ich nochmal nachgucken, aber nur ich meine, stören tut mich das jetzt nicht wirklich. Nö. War es das aber auch. Aber das habe ich auch schon gesehen. Ja, was nicht ist, das ist eben nicht. So, wo ist denn jetzt mein... Muss den wahrscheinlich jetzt beladen. Ja, wo ist er denn? Ich guck mir mal bei Mischa hier alles an. Du kannst direkt einsteigen und einmal beladen und dann Cosplay wieder starten machen, wenn du hier schon mal gruselig rumstehst. Ja, klar. Kannst gleich mal nützlich machen. Ich hole mir genau. mal was. Na klar. Danke. Könntest du mal anhalten? Ja, du musst mal die Spanngurte noch mal lösen und du hast, ich meine, du hast die Pflanzmaschine mit festgegurtet. Herrlich. Läuft, ja. Ach, herrlich. Ich hab jetzt hier einfach nach so Wegpunkt gedrückt, ne? Ja. Ich hoffe, er macht da was Sinnvolles draus. Das war gerade echt klasse. Wo will er denn jetzt hin? Sieht sehr interessant aus, was er hier zusammen fährt. Ja, sehr interessant, ne? Ja. Also hier wirst du eine Menge Spaß haben, wenn die ausgewachsen sind. Was denn? Das sind doch sonst so nur amerikanische Ulmen. Da gehe ich dann mit dem T-Rex durch und das ist mir egal. Ach so, das okay, na dann passt. Nein, ich habe keine Lust auf Dings, sag doch mal. Ja, Anstaltsleitung, hier wird immer was geboten, also, ne? Ja. Passieren immer mal komische Sachen. Jetzt fängt er hinten wieder irgendwie an, ne? Ja, das ist irgendwie... Da ist er wieder. Ja, hallo. Moin. Jetzt fängt er hier wieder an, aber ja, hat er doch schon gepflanzt. Jetzt pflanzt er hier noch mehr, oder? Nee, er fährt jetzt die Wo fährt er denn hin? Hä? Jetzt fährt er hier einmal so mittendurch, oder was? Also irgendwie... Ja. Sehr interessant, was Cursplay hier macht. Oder hab ich Bahnüberspringen eingestellt? Bahnüberspringen oder hast du... sag schnell, wie nennt sich das? Speed habe ich nicht. Nein, habe ich nicht. Das würde anders aussehen. Dann hätte er... Der macht jetzt erstmal die Ecke. Der fährt jetzt wieder zurück und macht die Ecke. Ah, okay. Der macht jetzt erstmal diese kleine Ecke hier hinten. Was ist das denn überhaupt? Hast du den gepflanzt? Nee, ne? Nee, der ist übrig geblieben, übersehen. Ach so. Aber hier vorne ist doch schon alles. Sind doch schon überall Bäume drin. Nee, hier die Ecke. Hier, die Ecke hier unten. Ach, hier. Ja, gut. Bin gespannt, wie viele Bäume ich gleich stehen haben werde. Ja. Ja, er setzt aber auch mitten auf den Weg ein, ne? Das ist ihm uninteressant, ne? Ja, weil er es halt als Feld erkennt jetzt, ne? Für ihn ist das jetzt alles ein Feld hier. Ja, ist am Ende eh egal. Kann ich das jetzt eigentlich hier übermalen? Den Weg, ja. Mache ich da wenigstens Waldboden, die armen Bäume. Sollen ja ein bisschen vernünftig stehen, ne?
Ich würde auch vielleicht, wenn du das nächste Mal alle gefällt hast oder gefräst hast, mal hier den Boden, hier die Löcher hier so zumachen. Nee, will ich ja nicht. Das soll ja extra so bleiben. Ach so. Ja, ich will da nicht keine homogene Landschaft haben. Das kann ja jeder. Ah, guck mal. So sieht doch das schon besser aus. Ah. Klasse. Ja, jetzt sickert auch das Regenwasser besser weg, ne? Sind die Bäume besser, ne? Also das ist ja hier Renaturisierung, ist das ja hier schon wieder, was ich gemacht habe. Na klar. Na klar. Oh Mann. Haben wir doch einen schönen, hübschen Feldweg. Mehr oder weniger. Ja. Sieht auf alle Fälle besser aus, wie das mit dem Beton. Ja, wie du gerade wahrscheinlich schon ein paar Mal gelesen hast, donnerstags mache ich den Deko-Stream immer. Diesen Donnerstag definitiv. Letzte Woche Donnerstag hatte ich ausfallen lassen wegen technischen Problemen. Nee, da war ich kaputt, weil ich die Tage in Hamburg war arbeiten. Was man arbeiten nennt. Und diesen Donnerstag gibt es definitiv wieder einen Deko-Stream. Und ich habe ja damals an... der Panic Pity hatte mir damals das Safe-Game von ihm gegeben, wo er alle Produktionen verbaut hatte, die Fett zu dem Zeitpunkt schon gemacht hatte. Nee, Coca-Cola-Truck ist nicht drauf. Das Safe-Game habe ich auch, das ist richtig gut. Der Weihnachtsmarkt ist ja auch drin, ist ja auch schon unter den Kurzvorstellungsvideos. Damit bin ich ja durch mit dem Weihnachtsmarkt. Nächste wird dann der Ostermarkt. Nicht den, der ist immer noch drauf auf der auf dem in dem Deko, ne, Teil. Ich weiß nicht, ob ich den noch drinne lasse oder ob ich den wieder rausschmeiße, weil die werfen ja so viel Luas Fehler. Sie echt mal gucken, wie ich das mache, den drinne oder los. Ja, das hast du gesehen in den Weihnachtsstream. Die Kurzzusammenfassung. Ja, ich hatte extra noch mal eine gemacht und dann auch in dem Discord von Pet eingestellt. Klar. Ah. Und das hat auch gar nicht so lange gedauert. Den zu bauen, den Weihnachtsmarkt. Der ging eigentlich ziemlich rasch, ne? Ziemlich schnell. Ja. Ja, und man kann auf den Schlitten mitfahren. Man kann sich hinten draufsetzen und mitfahren. Das ist so geil. Also wenn man den im Multiplayer einsetzt, können dann 3 oder 4 Leute mitfahren. Wo ist denn jetzt mein... Jetzt hier durch das viele Gequatsche. Da stehen aber schon eine Menge. Ja, die Palette ist auch gleich der 25 Stück sind noch drauf. Ach, guck mal. Wie viele Paletten hast du jetzt schon leer gemacht? Das ist meine 5. Die jetzt hier drauf ist. Ich glaube, ich kann da noch mal ein paar holen, ne? Ja, sieht so aus. Jetzt macht er hier anscheinend ein Vorgewend, oder? Ach nee, jetzt fährt er wieder hier rüber. Jetzt macht er wahrscheinlich die Mitte. Zum Glück kann man hier drüber heizen und die Bäume gehen nicht kaputt.
Man kommt noch so dran vorbei. Ich glaube, eins, was ich nie machen werde, ist Bäume mit CP anpflanzen. Das sieht ja echt hier krumm und schief aus, alles. Nee, das funktioniert. Also auch der 69 auf der Marsch hat das hundertprozentig funktioniert. Aber guck dir mal auch die Feldform an, ne? Das musst du auch bedenken. Ja, gut, das stimmt. Also in der Regel funktioniert das sogar sehr gut. Oh, zeigt das Server okay. Kurz. Ja, jetzt. Ja, wir haben Speicherzeit, ja. 22 Paletten. Das ist auch mal eine Menge. Hängt da noch mal. Ich sitze schon drinnen zum Befüllen gleich wieder. Ja, ich habe dich gesehen, dass du da angestiegen. Das ist sehr lieb von dir, dass du mir hilfst. Ja, kostet aber auch sehr viel Geld. Was? Also die Palette bei dir auch so komisch geladen? Bei mir hängt die so in der Luft über der Maschine. Ja, bei mir auch. Mal gucken, ob er weitermacht. Angeblich hat er 120 Setzlinge drin. Er pflanzt an, es funktioniert, aber es sieht sehr komisch aus. Ja. Was er da macht. Wie viele Punkte muss er denn jetzt noch fahren? Wie viel hat er denn? Jetzt hat er 670 fertig, ein Drittel. Also brauche ich ja noch mindestens 10 Paletten. Was, wie viel Punkte hat er noch? 1800, also er hat gerade mal ein Drittel geschafft, ne? Ja. Boah. Da hast du auf jeden Fall ordentlich was zu fräsen dann. Wer fräst so spät bei Nacht und Wind? Es ist der Mecha mit seiner T-Rex geschwind. Genau. So, sieht's bei mir, ich muss halt echt nur auf meine Ballen warten hier, ne? Ein Dichter ist an mir nicht verloren gegangen, definitiv nicht. Ist mehr so ein Undichter. Ich hoffe, ich fahre in die richtige Richtung, ne? Fahre jetzt hier einfach drauf los. So schön mit 100. Autsch! Hast du einen Blitzer gefunden? Autsch! 2643. Oh, den hat er gefunden. Ja, vor allen Dingen, der AD-Kurs ist da schon ausgebremst, ne? Aber ich bin da mit 120 durchgerasselt. Du warst Teil wohl weg, würde ich sagen. Ja. Autsch. So, ich lass. Wie, und hat keinen Weg zum Shop gefunden. Wie geil ist das denn? Wie, hat keinen Weg zum Shop gefunden? Wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? Und wahrscheinlich auch noch falsche Richtung gefahren, ne? Nee, du bist schon richtig. Aber warum findet der jetzt keinen Weg zum Shop? Oh, der Menü, der war auch am Shop. Ich sehe das so. Jetzt nicht mehr. Hat da jemand aus Versehen ein Stück Weg rausgenommen oder so? Weil ich finde keinen Weg mehr zum Shop. Mein Fahrzeug. Ach, da war jemand shoppen. Aha. Mhm. Da hat sich jemand gegönnt. Einen dicken Fast-Truck von Maurice. Mhm. Den wollte ich unbedingt haben. Wenn ich gleich sehe, dass da ein Punkt fehlt bei AD, ne? Weil jeder mal. Weil. Mal ja, aus Versehen. Verschoben habe ich gesehen. Wenn du wieder zurückfährst auf der Straße. Hier funktioniert's wieder. Sieh mal einer an. Ja. Also da auf der Strecke eben, da war ein Punkt verschoben. Ja, das muss ja so sein wegen dem Blitzer. Hast du das? Ah, okay, verstehe. Da muss so eine Ecke drin sein, dann bremst AD von den Blitzern ab. Alles klar. Ja. Das ist beabsichtigt. Ja, aber natürlich, Micha selber fährt, dann wird nicht gebremst. Bei 120 km/h ist das dann so relativ da. Ja, vor allem wenn man selber fährt, da funktionieren die Strecken nicht. Ich bin ja selbst gefahren, ne?
Jetzt die letzten paar Meter traue ich mich nicht mehr, aber es ist jetzt auch egal. Wo du jetzt bist, ist auch kein Blitzer mehr. Bist jetzt schon vorbei. Ja. Ja, das funktioniert. Also dadurch, dass AD ja dann da eine Kurvenberechnung machen will und bremst der dann ab. Ja, das kannst du ja. Das kannst du ja auch hier an den Toren machen, ne? Dass er dann langsamer wird. Das kannst du auch auf der hier. Siehst du, hier ist es ja auch. Ich habe zum Beispiel auf der Marsch, also im Singleplay, habe ich, obwohl der ist nicht spitz genug, der muss spitzer. So. Bin ja zusammen. Dann ist der Winkel. Wenn du das, wenn, ich weiß nicht, ob du diesen automatisch Türöffner drin hast. Wenn du den nutzt, dann fährst du ja ziemlich oft gegen die Tore. Weil die schließen ja, öffnen und schließen ja automatisch. So, wenn du da dann diese Ecke reinmachst vor den Zufahrtswegen, dann ist AD dann langsamer und die Tore öffnen. Zwar noch nicht ganz perfekt, aber du schaffst es so, dass die Fahrzeuge dann nicht komplett verschoben werden. Und nur ein Zickzack rein. Nicht zwei oder drei, einer reicht vollkommen hin. Bei zwei oder drei kann es Probleme sein, dass dann AD den Kurs nicht mehr findet, weil er dann auf einmal einen Punkt überspringt. Zack, geblitzt. Und den Blitzer gleich aus. Also gleich eingestellt, dass da langsamer fährst. Guck mal gerade. Ich habe bei den Kuhstellen habe ich das Problem, dass eben das Fahrzeug manchmal, also bevor ich das gemacht hatte, wurde das dann eben verschoben und der kam dann nicht mehr in den Kuhstall rein. In welchem Abstand müsste dann dieser Knick da rein? Einfach direkt vor dem Blitzer. Oh, genau. Jetzt habe ich Paletten zu viel gekauft. Ein Knick. Weil AD erkennt das ein bisschen früher und dann hält der eigentlich gut an. Genau. Ich ziehe jetzt in den Punkt einfach mal so ein bisschen raus hier. Genau. So, ich muss jetzt erstmal einsteigen und das Türchen öffnen. Ich habe zu viel Paletten gekauft. Mal gucken, ob ich die jetzt alle mitbekomme. Okay. Ja, wie gesagt, ich hatte das nur bei dem einen. Sieht interessant aus, was ich hier schon wieder baue. Ach, falsche Taste getroffen. Ich wollte doch die mittlere und nicht die rechte. Und da kommt doch schon wieder ein Schaulustiger an. Ja, ich will mir das so angucken. So wie ich vorhin beobachtet wurde beim Rückwärtsfahren. In den Anhänger. Das war du. Wäre auch zu einfach, sich einen Autoanhänger zu mieten, wo die draufkommen, oder? Lieber alles auf die Ladefläche knallen. Haben wir überhaupt einen Autoanhänger mit Autonot? Nee, ne? Gibt Anhänger mit Autonot. Oh, ich weiß ja, nicht, ob wir die drauf haben. Nee, aber. Der Böckmann ist halt drauf, aber der hat halt kein Autolot. Den gibt's aber mit Autolot. Anstaltsleitung hatte ich gerade wieder gelobt wegen deinem Rückwärtsfahren. Ja, siehste, fühl mich echt, ja, danke. Das war nicht nur super, das war super plus. Ja, das ja. War jetzt wieder klar. Die Steigerung. Das war jetzt zu weit. Ich will jetzt diesmal 6 Paletten mitnehmen. Ich sehe das schon, wie du versuchst, da auf Zwang alles mitzunehmen. Stell dir eine noch ins Handschuhfach. Passt. Mit deinen Ballen versucht das auf dem Unimog, weißt du noch? Ja, genau.
Vier Ballen übereinander gestapelt, dann Spanngurt jetzt rum.